wer die gekrönten Däune tötet und warum. Wie kann ich das schaffen? Geh nach Edirn. An einen Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen und du erinnerst dich. Aha. Ist euch aufgefallen, dass ich immer noch dieses hässliche Tattoo habe, weil Triss jetzt weggemacht wurde und ich weiß nicht, wie ich die jetzt wieder... Was geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart. Wie dramatisch, ey. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Vafail, Gwynblade. Lebt wohl. Schade. Ich mochte den sogar, wo ich den nur einmal im Spiel sah, aber egal. Und jetzt müssen wir nach Edirn. Mit dem hässigen Tattoo auf dem Hals. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße! Rosh sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoia'tael haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Was hat Rosh vor? Was haben die Skoia'tael vor? Was wollen die Skoia'tael? Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Skoia'tael? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Mal sehen, was kommt. Was hat Rosh vor? Was haben die Skoia'tael? Ich rede mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Rosh oder die Skoia'tael ausnahmsweise mal als nützlich. Und die gehen weg. Ich war noch nicht mal fertig mit Reden. Nee. Level up. Jo, dann gucken wir mal, was hier wieder schön machen können. Gewalt. Wirbel. Abhärtung. Präzision. Ja, ich muss auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt die Abhärtung. Gegnerische Schläge. Oder aber ich mache hier... Nee, geht ja gar nicht. Schade. Das Umlenken von Pfeilen. Ja, dann mache ich erstmal Abhärtung. Vitalität plus 100? Wow. Also darin will ich erstmal investieren, ey. Ist ja richtig geil. Also geil. Denk nichts Falsches. So, und jetzt erstmal schön mit den Elfen reden. Warum? Nee, ich will ja mit den Elfen reden. Triff dich bei den Elfenruinen mit Jorvet. Falls mich mal verfolgt, wird er in die Falle tappen. Muhaha. Endlich naht Hilfe! Oh nein! Ich dachte schon, es sei um mich geschehen! Was ist mit dir? Mit mir nichts! Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben! Nein. Cedric sagte, es seien zwei Leute nicht aus den Ruinen zurückgekehrt. Nein. Diese... Man hat... Nein. Was war da? Spürst... Nein! Ich will die Quest gar nicht machen. Die Quest verkacke ich eh wieder, deswegen will ich die auch gar nicht machen. Nee, kannst du schon vergessen, ich mach die nicht. Dann nehme ich einen anderen Weg. Wo muss ich überhaupt hin? Das ist wohl die falsche Richtung, oder? Nee, doch. Ich muss jetzt rechts abbiegen.
Hä? Hä? Irgendwie bin ich doch falsch. Ja, ich wusste es ja. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt weiter geradeaus. Und jetzt? Jetzt am See vorbei. Die kleine Karte zeigt die Wege ja nicht wirklich. Das nervt. Elfenrüstung, verstärkte Schuhe. Ach so, Cedric seine. Ja, dann werde ich mal gucken, was das so bringt, ne? Elfenrüstung, Stärke plus 8, Giftresistenz. Maximale Tragkraft von Geralt plus 15. Ja, die ist schon nicht schlecht, aber meine ist besser, würde ich mal sagen. Verstärkte Schuhe. Ne, die sind schlechter. Ich würde die gern verkaufen. Weil die ist mehr wert als zum Beispiel. Warum habe ich eigentlich das hier ausgerüstet? So. Hexer-Silberschwert kann ich wegschmeißen. Das war nicht wirklich viel wert. Auch wenn ich es eigentlich behalten wollen würde, aber naja. Und jetzt gehen wir mit Jorvet sprechen. Dem Elf, der nicht kämpfen kann. Bloß, wo ist er? Oh Mann, mach doch mal inne hier. Na, wen haben wir denn da? Elfen. Jorvet wartet auf dich, Deune. Schön. Hallo. Wo ist er? In Edirne. Er hat Triss zum Teleport gezwungen. Au, verdammt! Edirns Skoyatel werden für meine Dummheit blutig bezahlen müssen. Elias, Abteilung Abmarsch bereit machen. Sofort aufbrechen. Jojo. Das sind noch doch zwei Tagesmärsche. In der Stadt hat es ein Pogrom gegeben. Es hat ein Pogrom in Flotsam gegeben. In den Gassen steht das Blut deiner Brüder. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dir auf Menschenjagd gehe. Die Verantwortlichen sollen büßen. Aber nicht jetzt. Unser Ziel ist jetzt Ober-Edirn. Warum Ober-Edirn? Das Pontartal ist ein saftiger Happen, auf den sie sich wie die Hunde stürzen. Und die Skoyatel beißen am wildesten zu. Es ist unser Land. Seit ewigen Zeiten. Ich bin kein Bandit, Gwynblade, sondern Anführer einer Armee. Was ist dein Plan? Du kämpfst für ein Elfenreich. Willst du etwa König werden? Habe ich soeben die Ehre mit König Jorvet dem Ersten in Spe? Nein. Ich sagte dir bereits, dass ich ein Haupt kenne, das für die Krone taugt. Man muss sie ihm nur noch aufsetzen. Auf wessen Schultern sitzt denn dieses Haupt? Auf jemandes, der für Anstand, Aufrichtigkeit und Ehre steht. Der sich nicht für ein paar Orens an Nilfgaard verschachert. Sie heißt Saskia. Ihr seid verlobt? Spar dir den Spott, Gwynblade. Du sprichst von ihr, als wäre sie für dich nicht nur eine Frau, auf deren Kopf eine Krone passt. Du denkst anders, wenn du sie getroffen hast. Bald spricht die ganze Welt von der Jungfrau von Edirne und ihrer unerhörten Tapferkeit. Und worin zeigt sich diese unerhörte Tapferkeit? Sie hat einen Drachen bezwungen. Ich hab den Drachen bezwungen, ja. Die hat nur den Rest erledigt. Du sagtest, du willst nach Vergen. Stimmt. Was suchst du in einer Zwergenstadt? Henselt und seine Armee lagern am rechten Ufer des Ponta. Die Jungfrau sammelt Verstärkung, um Edirne zu verteidigen. Eine Zauberin hilft ihr. Welche Zauberin? Philippa Eilhardt. Was will eine redanische Zauberin in Edirne? Nur sie selbst kann ihre Pläne enthüllen. Ach, warum ist das hier alles so verzweigt und kompliziert? Du willst ein Elfenreich gründen? Das gibt es schon. Es heißt Dol Blatana. Regiert von Francesca